Hallo und herzlich willkommen hier bei Jagalu zur ersten Sendung 2011. Ich freue mich, ihr freut euch hoffentlich auch. Und ich bin Fabian Buch und begleite euch heute durch die Sendung. Wir wollen gar nicht lange quatschen heute, fangen direkt an mit dem ersten Thema. Die Band gibt es seit 10 Jahren, haben jetzt ein Best-of-Album rausgebracht. Das Album heißt 1000 wirre Worte und die Rede ist von Wir sind Helden. Im Sommer 2000 trafen sich Judith, Pola und Jean-Michel bei einem Popkursus in Hamburg und beschlossen, eine Band zu gründen. Judith war zuvor bereits solo in Berlin unterwegs. Mittlerweile gehören Wir sind Helden zu den Großen der nationalen Musikszene. Nach 10 Jahren Bandgeschichte ist nun ein Best-of-Album mit dem Titel 1000 wirre Worte, Lieblingslieder 2002 bis 2010 erhältlich. Lustig zu sehen, wie alles anfing, Polas erste Begegnung mit einem Nightliner beispielsweise. Ja, hier. Oh, guten Tag. Ja, ich glaube, morgen kann ich dann sterben. Das habe ich alles hinter mir. Das habe ich alles erlebt. Diese Frage, warum wir noch keinen Lied haben, ist ja immer nett gemeint, aber ich kriege langsam dann auch jedes Mal so ein... Also, weißt du, man kommt in so ein Rechtfertigungsding irgendwie. Weiß ich doch auch nicht, warum wir noch keinen Deal haben. Der Deal wurde aber schließlich doch auf den Weg gebracht und 2003 erschien die Reklamation, das erste offizielle Wir sind Helden-Album. Es erreichte immerhin den zweiten Platz der Charts und war eines der bestverkauften Alben von einem deutschen Act in 2003-2004. Mit Von hier an blind folgte zwei Jahre später das Nachfolgealbum und die Helden waren auf der Überholspur. Wiederum zwei Jahre später folgte So und So und im Herbst vergangenen Jahres der vierte Longplayer mit dem aussagekräftigen Titel Bring mich nach Hause. Zwischenzeitlich haben sie auch im europäischen Ausland Gigs gegeben. You want some new songs? Oh, yeah, I love Europe. Europe is so warm. Yeah. All right. Schüchtern. Ich lasse dann so ganz hauchig fallen, ich habe auch eine neue Idee gemacht. Und dann muss jemand sagen, so echt, oh, ich spiele nochmal vor und so. Und dann sage ich dann so, ah nee, ich hab's irgendwie jetzt nicht dabei, ist auch egal. Und dann, wenn jemand dann wirklich, also das war so ein bisschen das Problem, dass ich lernen muss, meine Ideen noch ein bisschen besser zu promoten. Also ich bin schlechter Promoter. Gerade die etwas längere Pause zwischen den beiden letzten Alben ermöglichte es der Band nachzudenken, wie es weitergeht. Hier bei mir, still im Auge des Sturms. Also ich glaube, das, was uns am meisten bewegt hat, als wir uns wieder zusammengefunden haben, um jetzt irgendwie über die neue Platte nachzudenken, es war gar nicht so sehr Neubeginn und alles neu, aber Entwicklung und Veränderung, weil uns irgendwie allen klar war, dass wenn man über die Jahre als Band zusammen glücklich sein will, dass sich Dinge verändern müssen, Dinge weiterentwickeln müssen. 1000 wirre Worte, jetzt in verschiedenen Editionen erhältlich.